Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von ETS im Multiplayer zusammen mit Jan. Hi. Ah, wir fahren heute nach Lille. Nach Lille? So spricht man das aus? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich glaube schon. Ist auch keine Ahnung, das ist gut. Ich fahre hier gerade ein bisschen übers Gras, da kenne ich nichts. Wir sind heute wieder auf dem Chaos-Server ja, mit genau. Über 3000 Leuten. Wir wollten auf den anderen Server, wo wir eigentlich ganz oft sind. Ich kenne mich mit der Steuerung nicht mehr aus. Ich mache gerade Scheibenwischer an, anstatt den Anhänger anzukoppeln. Sehr gut. Das Problem ist, auf dem anderen sind irgendwie gerade nur 77 genau. Leute oder so drauf gewesen. Das ist dann doch ein bisschen zu langweilig. Dann wäre es mehr so Koop und nicht Multiplayer. Wir wollten da drauf, aber das geht schlecht. Oh, jetzt muss ich denselben Auflieger Leute, holen wie ich hab der ne Facecam. Dödel. Ich habe eine Facecam, Leute. Das ist mega geil. Ich hab auch eine. Du hast auch eine, aber ich habe sie erst seit neuerem, du nicht. Das ist echt mega, mega geil. Jetzt seht ihr auch mein Lenkrad hier, wie ich das bewege. Die Kupplung hier seht ihr leider nicht. Die ist hier, da, hier, ups. Ich gucke auch manchmal, wer meine ETS-Folgen noch nicht kennt. Ich habe die Facecam, wer meine F1-Folgen noch nicht kennt. Ich habe die Facecam erst letztens bekommen. Und, Wunderbar. Ja, dann kenne ich mich noch nicht so aus und gucke manchmal in diesen Bildschirm da, anstatt ins Objektiv. Und bla bla bla, also ich bin überhaupt kein Profi, aber das ist auch komplett egal. Gerne Tipps in die Kommentare. Weil wir uns heute sowieso nur darüber aufregen werden, dass wir absolut gerammt werden ja. Und sterben. Das ist aber ganz witzig. Und ich habe 32.000. Habe ich noch. Natürlich echt wenig Geld. Okay, bist du schon on the road? Ja, ich stehe auf der Straße hinter mir, stell einer und hupt, aber ich habe Warnblinker. Ja, leck mich! Was willst du von mir? Ich muss auf Jan warten. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Also ich find's ganz gut, dass ich die Facecam hab, weil bisher hatte ich sie ja noch nicht. Und bisher sind wir nur einmal oder zweimal auf diesem Crazy Server gewesen, wo es echt witzig wurde. Und wenn es heute witzig wird, dann könnt ihr die Facecam bei mir sehen. Und bei Jan. Also, mega geil. Ich hab eine rote Ampel. Oh Mann. Machen wir jetzt nicht, ich wollte rüberfahren und ihn pranken. Arschloch! Ah, Leute, ist alles ein bisschen. Ist witzig, soll witzig sein. Übrigens natürlich auf beiden Kanälen, wie ihr es gerade schon mitgekriegt habt, also rechts oben beim i der andere Kanal verlinkt. Könnt ihr bei mir vorbeischauen, neue Facecam, dann wisst ihr, wie ich aussehe. Ihr könnt bei Jan vorbeischauen. Was ist? Aua. Da war schon, weil ich bei einer roten Ampel gehalten habe. Schon der erste Unfall. Achso, weil die anderen nicht halten. Ja. Gut. Ich muss mal gucken. Ah, cool. Okay, der ist nicht mir hinten drauf gefahren, sondern offensichtlich jemand anders. Okay. Das finde ich ja schon mal sehr vernünftig. Bei mir ist nichts kaputt gegangen. Wie viele Tonnen hast du das? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Weil ich habe relativ wenig. Ich glaube, ich habe 10 oder so. Also auf diesem Server, guck mal, die fahren echt alle über Rot. Hier steht auch einer. Und ein Auto. Von den Autos habe ich Autos, am meisten Angst. Die sind auch nur ein bisschen schneller und so. Also wir fahren jetzt deswegen, normal, okay? Ja. Wir fahren auch mit Ampeln. Ja. Also das mache ich jetzt genau. Auch. Ich fahre selten mit Ampeln, aber ich mache es jetzt einfach mal. Wir halten uns heute an die Regeln. Weil ich dir heute Unterstützung auch geben will. Wir halten uns eigentlich fast immer an die Regeln. Rote Ampel ist der Elektro-Mike. Echt? Oh ja, ich sehe es gerade. Es geht gerade wieder hoch. Aber es geht gleich wieder runter. Junge, das Auto hat mich schon fast geschnitten. Da kommt ein das Auto. Ist doch ich habe Angst. Ich hatte auch Angst. Da stehen welche. Das Auto ist direkt hinter dir. Oh, ha, hi. Aber es sieht so aus, als würde er normal fahren. Bin ich jetzt immer noch Elektro? Alter, nee. Okay. Aber Junge, guck mal vor uns auf dem Autobahnkreuz. Ich sehe es. Ich sehe das Auto nicht mehr. Das ist gar kein Autobahnkreuz. Ich sehe das Auto nicht mehr. Und ich muss hier rechts. Und ich weiß nicht, wo das Auto ist. Ja, ich weiß. Das Auto ist dir hinten aufgefahren. Alter. Das war das Auto. Komm, fahr einfach rechts. Okay. Das ist grün, das ist grün. Glück ist grün. Gehabt. Ja. Es ist grün, witzig. Jo, was ist denn hier passiert? Ich lenke mein LKW gerade durch ein Schlachtfeld. Ich seh's, ich bin direkt hinter dir. Ich weiß nicht, was los ist, aber es ist geil. Alter. Also Leute. Sonst fahre ich ja eigentlich auch über rote Ampeln. Zu schnell werden wir trotzdem fahren, ne? Das machen wir trotzdem, ne?
denke ich mal. Also man darf jetzt hier, glaube ich, 140 fahren, die fahren wir wahrscheinlich auch. Achso, ja, 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 nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzung achten, aber crazy. Aber wir bauen keine absichtlichen Unfälle, nee, das und nicht. Halten uns... Und halten uns auch an Ampeln und Verkehrsregeln eigentlich schon. Ja. Ich will dich dahingegen unterstützen, wie gesagt, an Ampeln halte ich mich ja eigentlich nicht immer, aber da ich dich heute wirklich unterstützen muss, guck mal, was auf der Autobahn auch wieder los ist, ja, machen wir das jetzt einfach mal. Das ist ja eigentlich ganz geil, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt aus Deutschland rauskommen, wie viel dann da los ist, aber ich glaube, auf dem Server ist nur in England wahrscheinlich nicht viel los. Ja, lass mal nach England. Oh Gott. Du fährst aber extrem langsam, muss ich schon sagen. Ja, ich gebe Vollgas. Kann ich schneller. Wurdest du da gerade gerammt? Ja. Du bist da ein bisschen... Weiter rausgefahren, ja. Ja. Das, ich habe ihn nicht direkt gesehen. Ich mach gerade Scheiße. Warte mal ein bisschen auf mich. Komm, ja. Holy shit. Mike verursacht hier den ersten. Ja, ja, genau. Ich oder was? Ja. Er hätte doch anders fahren können. Das war doch jetzt nichts. Ich war echt, also ohne Spaß. Ich wäre dir fast drauf gefahren, deswegen bin ich halt einfach nach links hochgefahren. Und er war ja auf der linken Spur und er ist halt trotzdem mich reingefahren. So weit war ich nicht auf seiner Spur. Also wenn er weiter links gefahren wäre, hätte er es geschafft, vorbeizufahren. Aber das war jetzt nicht absichtlich oder so, das war Pech. Nun gut, bremst du ein bisschen oder fährst du ein bisschen langsamer? Ja, mach ich. Ich hau wieder mit der Kupplung hoch. 150 darf man hier fahren auf dem Server. Hey, hier ist ein bisschen mehr los jetzt, wie gesagt, aber... Bis 150 kannst du dein Tempomat einstellen. Ja. Okay, wir... Dann kommt okay. Das Auto wieder. Von vorhin. Oh Gott, oh, das kann das werden. Oh! Hier haben sie sich alle weg, ich muss bremsen. Vollbremsung. Yo! Hier ist gerade ein LKW durch die Luft geflogen. Also Leute, wie gesagt, es lohnt sich, aus beiden Sichten das anzugucken, weil es erstens witzig wird, zweitens, falls ihr mich noch nicht kennt mit Facecam und so, auch einfach mal vorbeischauen und bei Jan natürlich dasselbe, auch wenn ihr Jan noch nicht, ne, wisst wie er aussieht, bla bla bla. Ist geil. Du fährst gerade ultra weg von mir, ne? Ich habe seit einer Minute kein Gas mehr gegeben. Ja, aber hier, ich musste gerade voll, ich bin gerade fast stehen geblieben. Da kam mir auch ein Auto entgegen, also Geisterfahrer. Gab's hier auch. Lol, wieso hab ich den nicht gesehen? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er zurückgedreht, vielleicht hat er zu dem gehört und hat gesehen, er hat einen Unfall gebaut, hat zurückgedreht und ist wieder gekommen. Keine Ahnung, was los ist. Aber ist auf jeden Fall ganz geil. Ach, Leute. Ah, da vorne bist du, gib mal wieder Gas. Ja, mach ich gerade schon, weil ich hier bei diesem einspurigen... Lol, da hängt einer in der Leitplanke. Ja, dann kann ich wieder bremsen. Überall Unfälle. Ja, weil die Leute auch nicht fahren können, irgendwie. Ja. Aber ich so das Gefühl... Scheiße, das LOL. Sind nur kleine Kinder. Jungs, nächster Unfall. Nicht mit dir, ne? Nee, nee, nicht mit auf mir. Unserer Seite? Nee, auf der gegenüberliegenden. Der ist mit Topspeed in die Leitplanke. In die Kurve. Da hab ich, glaube ich, auch gesehen. Zack. Mein Tank sieht leer aus. Nein, dein Tank sieht immer leer aus, ist immer komplett voll. Nee, ich hab noch 350. Komplett 350 voll. Schaffen wir. Ja, schaffen wir schon, aber er ist nicht komplett voll. So. Ich hab noch 400. Da bist du, hi. Fahr nach Belgien. Auf geht's. Überholst du mich gerade? Ja. Alter. Kannst du rüber, ja, ne? Ja. Ich hab ja nicht so die schwere Fracht. Ich bremse ein bisschen runter, dass ich so auf deinem Tempo bin. Wie viel fährst du gerade? 111. Okay, dann soll das passen. Hier stellen wir wieder hoch. Bisschen abgebremst, jetzt wieder hochstellen. Richtig geil. Aber es ist ein bisschen mehr Action drin, das ist einfach das. Und ja. Das kann witzig werden. Bei dir halt nicht, weil du mit dem Geld und so aufpassen musst. Ich hab halt 6,7 Millionen. Das juckt mich eigentlich relativ wenig, wenn ich hier irgendwie Unfälle baue. Wir können auch irgendwann weg sein. Ja, ja, dann hole ich mir neue. Frag dann mal meinem Chef an und dann gibt er mir nochmal ein bisschen was. Du bist aber schon ordentlich langsamer als ich irgendwie. War gerade 120. Ich habe jetzt nochmal wieder abgebremst, jetzt gebe ich wieder Gas.
meiner beschleunigt halt viel schneller, ne? Ja. Weil er erstens ein besserer LKW und zweitens habe ich nur 11 Tonnen oder so. Hilfe, da kommen LKWs. Ja, da steht auch einer. Oh, und da steht auch einer. Der das ist aber gefährlich. Der hat richtig Bock. Steht ja auch hier. Ja, da steht auch. Und er fährt rückwärts. Du musst richtig aufpassen. Ist das geil. Hier. Also wir können auch nochmal Gesprächssam reinschreiben, Leute. Wenn ihr Bock habt. Hier landet auch gar ein Flugzeug. Also auf dem Server muss, ja, man, muss man echt aufpassen. Auf dem Server muss man echt wachsam sein. Achtung, ich bin auf der linken Spur. Ich sehe dich. Ich hab alles im Blick. Wie schnell fährst du gerade? 124. 128. Alter. 130 jetzt gerade sogar. Boah. Ja, ich habe ja vorhin ein bisschen abgebremst, aber jetzt sollten wir ewig nebeneinander bleiben. Also du wirst immer schneller. Ich weiß es aber nicht. Ich immer ja, schneller. Doch, du wirst immer schneller. Dann lauf mich ja, dich direkt weg! Ich bin ganz links. Ich kann nicht weiter links. Ja, ich mach doch Spaß. Aber du musst. Nee, ich fahr mal weiter. Weil, nee. Hier geht's. Wir kennen ja nichts. Hier geht es noch. Das wär's blöd, wenn jemand kommen so würde. So ein bisschen. Aber hier ist keiner. Hey Junge! Ich meine, ich hab ja noch den Seitenstreifen hier, ne, aber. Boah, okay, schneller als. Okay, wobei, jetzt hier nochmal. Hier wird doch gleich geblitzt, hast das sehe ich. Gesehen? Siehst du das? Was sehe ich? Achso, doch, ja, dann. Ja. Das Zeichen. Ah, okay. Wenn ich das mache, dann kannst du. Weißt du Bescheid. Eiskaltes Überholmanöver wie in F1. Okay, nichts. Ja. Hier war gerade auch 90. Das ist immer noch 70 90. War, glaube ich, sogar. Jetzt ist 90. Ja, jetzt ist 90. Ja. Wir fahren richtig schnell, Alter. Solche Rowdies. Wie weit haben wir denn noch? Ah, oh, gut. Skies. Oh Gott. Oh Gott, da passiert doch gleich. Gefahr. Gefahr. Ja. Die machen nichts. Die sehen friedlich aus. Oh, da ist viel Action. Achtung, hier muss man bremsen. Ich sehe es nicht. Wer bremst, verliert, ne? Wer nicht bremst, verliert. Oh, mit 100 den Berg hoch. Es wird nicht. Über 60 km/h ja, jetzt gerade. Bin ich auch bei 60. Ich habe voll in die Bremse getreten. Aber nur ganz am Ende. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es schief geht. Und jetzt wieder mit der Kupplung hoch, kenne ich nichts. Du benutzt einfach die Pedale nicht. Ja doch, für ein paar Sachen schon, aber nicht alle. So viel entspannter. Guck mal, ich kann vorher nicht fahren. Ich brauche keine Pedale, nichts. Bis jetzt hat mich noch keiner absichtlich gerammt. Das ist krass, bei mir auch nicht. Er hat bloß vorhin, ich habe auch nur 1% Schaden, also es war nicht so krass, der Crash. Er hätte ein bisschen weiter links fahren können, dann hätte er es auch noch geschafft, ohne einen Unfall. Jetzt komme ich wieder, jetzt werde ich wieder schneller. Aber ich habe ordentliches Tempo drauf. Ich. Vorne. Oh, Hilfe. Was machen die? Der baut doch gleich einen Unfall, oder? China Video Record. Also bisher sind zwar ein bisschen mehr los, aber sie sind friedlich. Ist jetzt ja, obwohl, also wir haben ja schon sau viele Unfälle gesehen, aber. Bei uns nicht. Wir selber hatten Glück. Jetzt sind wir in Frankreich. Ich zumindest. Du bist noch nicht. Ist noch kurz davor. Ich hätte einfach einen leeren Anhänger. Ja, das hattest du bei mir auch, aber er hat bestimmt was drauf. Nee, in der nee. Letzten Folge hattest du bei mir auch einen leeren Anhänger, obwohl. Fährst du auch rechts? Ja, ne? Ja, du fährst ja in die gleiche Stadt, ja. Kann man eigentlich. Oh, hier war ich doch nie. Eigentlich kann man runterbrettern. Ich habe ein bisschen abgebremst, aber musst du gar nicht. Ja, ich habe auch ein bisschen abgebremst. Ich bremse jetzt noch ein bisschen ab, damit ich ein bisschen auf dich warte. Jetzt hoch, 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 hoch. Boah, Junge! Ich mach doch nur Spaß. Yo! Wie er einfach vorbeizieht. Warte noch ein bisschen.
Ah, geil. War ein bisschen schneller. Passt schon. Wir sind. Ich hab schon ein LKW. Ich hab schon ein bisschen Gas gegeben. Ja, wir sind ja gleich da. Mein starker LKW sieht nur scheiße aus. Der hat halt mehr PS. Der hat fast 200 mehr als der hier, glaube ich. Aber der sieht scheiße aus. Mach ihn doch mal geil. Nee, der andere sieht scheiße aus. Das geht einfach nicht geiler. Hier steht einfach einer in der Ausfahrt. Ja, ich seh's. Und ich bretter da mit 100 Gas ein. Du, glaube ich, auch. Bin da auch relativ schnell reingefahren, ja. Motorfehlfunktion? What? Pass mal ein bisschen auf. Hey, 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 ja, ich muss hier links. Ja, fahr doch schneller, Junge. Ich werde hier fast draufgefahren. Ja, ich hätte gerade Motorfehlfunktion. Das war fast knapp, ja, ja. Es war voll knapp. Also ich bin hier nicht draufgefahren, aber es war voll knapp. Junge. Aber alles gut. In dieser kleinen Kaffstadt. Alles gut. Wir haben keinen Unfall bisher so richtig. Und musst du anders hin wie ich. Boah, hier ist wieder so viel los, ne? In den Städten versammeln sich die ganzen Idioten, echt. Als wäre hier nicht schon genug Chaos. Muss ich hier rein? Ich glaube. Alter, wie soll ich denn hier in das Tor rein, Alter? Okay, jetzt fahre ich auch mal über Rot, weil ich Angst hab. Oh, ich hab gar keine Strafe bekommen. Hui. Jetzt habe ich eine Strafe bekommen. Digga, hier ist so eine Toreinfahrt, die ultra eng ist. So, wo willst du die Ladung stehen haben, machen wir? Oder willst du eigentlich noch eine Folge machen? Also nicht noch eine Folge, sondern noch eine Fahrt in der Folge. Weil wir sind ja jetzt bei 15 Minuten oder so, glaube ich. Schon, ne? Ich habe ein kleines Problem. Wir können die Fahrt ja auch dann zwischendurch beenden, irgendwie. Gucken wir mal. Ich parke jetzt natürlich wieder, wo willst du die Ladung stehen haben? Okay, ich nix. Ich komme gleich zu dir, dann gucke ich mir das ein bisschen an. Ich sag mal so, das ist, von alleine auf dieses Dönse-Ding hier drauf zu kommen, ist nicht so leicht. Komm auf den Hof, wo ich das abladen muss, nicht mehr drauf. Das ist gut. Scheiße, ich komm da nicht hin. Ach so, weil dein Auflieger zu lang ist. Oder so vom Ding her. Ja. Ah, komm. Das ist so ein ultra enges Tor. Guck mal, also besser kann man noch nicht einparken, Leute. Das war ja wow. Ja, also so krass war es nicht, aber ist schon nicht schlecht gewesen. War schon ganz okay, das Einparken. So, ich komme mal ein bisschen zu dir, ne? Ausgezeichnet habe ich. Funktioniert eigentlich mein Frachtmarkt, weil deiner funktioniert ja nicht. Ah, nee, funktioniert nicht. Warum auch? Frachtmarkt, wer braucht sowas? In einem Spiel, wo man die ganze Zeit hin und her fährt mit Fracht. Ne. Echt unnötig. So. Jetzt. Hast du es drauf? Nee, nein, nein. Ich hab's immer noch nicht reingeschafft. Oh, ich habe eine coole Strecke nach Salzburg. Nach Straßburg, nach Lieg, was auch immer. Und nach Italien. Uiuiui. Ui, ui. Alter, okay, jetzt. Ist gerade einer in mich reingefahren. Ja, du Pfosten. Muss hier rein. Manche müssen halt LKWs ein bisschen rangieren, du Spast. Ich weiß nicht, oh, ich hab's geschafft. Ui, Glück gehabt. Ich weiß aber, was für ein Tor du jetzt meinst. Das gibt's in anderen Städten ja auch. Boah, das ist mega assi, diese Einfahrt. Ja, ich kenne die. Es geht halt, wenn du gut einsteigst, dann passt schon, aber... Musst du halt von vorne reinmachen, ne? So, ausgezeichnet, ja, klar. Klar. Und jawohl, neues Level. Alter. Auf Fernfahrten. Genau, das ist gut. Du hast 4 von 5 Fernfahrten. Ich hab 5 Fachmarkt funktioniert nicht.
reparieren. Okay, dann schauen wir mal beide, wo wir hinfahren können. Ja, wo, was hast du? Gerade. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt erst mal nachgucken. Zu dir. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier absolute Party ist. Ja, ich komme gerade auch noch mit her. In der Stadt ist so viel los, das ist unglaublich. Ja, ja, der mit dem Auto, Alter. Richtig geil. Einer steht hinter uns, als ob er auch wartet. Er hupt, er fährt in mich rein. Sag mal. Den jetzt crashen sie sich gegenseitig. Alles Cheater, die. Hier rechts hättest du fahren können, aber naja, ist egal. Ich wollte den Scania-Händler entdecken. Ja! Ey! Junge, hat er mich weggerammt! Alter! Was ist mit dir falsch, Junge? Was zur Hölle sollte das? Ich hab keinen Prozent Schaden, aber er hat mich ultra weggerammt. Ich hatte das da bei dir. Yo, 8% Schaden. Geil. Zum Glück ist hier eine Werkstatt direkt rechts von mir. Na, ich habe auch noch mein LKW. Das war ein bisschen meine Schuld. Also das war schon meine Schuld. Also ich will jetzt schnell nach Rotterdam, ob ich den krieg, den Auftrag. Und da bin ich über die rote Ampel und der andere auch. Und dann haben wir uns geküsst. Auf geht die wilde Fahrt. Ey, piss dich! Das ist so hässlich! Ich nix verstehen das. Das Tor ist absolut hässlich. Ja, da komme ich jetzt gleich raus. Ja, rausfahren ist nicht so schwer wie reinfahren. Ja, das kann sein, aber der ist halt direkt in mir, das nervt mich gerade ein bisschen. Okay, ich komm. Wo bist du? Bist du am Tor vorbei, ne, und alles. Ich warte gerade hier. An einer sicheren Stelle. Okay. Ist es sicher, dass es sicher ist? Seh dich auf der Karte, ja. So, jetzt hast du mal relativ den Kreis sicher. Ja. Leute. Was ein Zeug. Boah, wenn ich ohne Kollision. Wobei, tanken kostet auch wieder viel Scheiße. Ja. Ich würde sagen, ich könnte vielleicht irgendwann meinen LKW wieder reparieren. Aber. Wie viel Prozent hast du? 12 oder so, glaube ich. Ich würde das ja gern sponsern, wenn ich das könnte. Das wäre ganz angenehm. So ein bisschen Knete könnte ich gebrauchen. So. Bist du losgefahren? Ganz langsam in Richtung Rotterdam unterwegs. Ich beanspruche immer wieder meine Kupplung oder Schaltung. Ach ja, richtig geil, Leute. Dieser Server Premium. Hier liegt ein LKW auf dem Kopf, okay. Auf dem Kopf oder auf der Seite? Ja, nee, auf dem Kopf. Das ist geil. Ich komme jetzt auch, ich gucke mir den auch an, wenn er bis dahin nicht despawned ist. Da ist er. Der LKW auf dem Kopf. Dann trete ich mal aufs Gaspedal. Überhole dich jetzt erstmal. Siehst du, dein Auflieger ist bei mir auch wieder leer. Die sind immer irgendwie leer. Was? Ich hab einen Tank. Bei mir. Oh. Das ist ein Tankanhänger. Hier nicht. Ah, warte, das ist doch kein Tankanhänger. Hier stehen zwei. Okay, ich bremse aber wieder ein bisschen ab. Alles mit der Kupplung, der Schaltung. Wie viel fährst du? 60. 59, jetzt 60. Alter, war das laut, das Hupen. Junge, geh dich vergraben. Auf so einer Bundesstraße kann ganz schön viel passieren, so wie ich das in manchen Videos gesehen habe. Ja. Aber wir hatten heute echt Glück bis jetzt. Ja. Sag, wenn du näher. Aber ich verstehe das mit dem Fracht. Ja, ich fahre gerade 46 km/h. Alter. 43, 42 und ich gebe durchgehend Vollgas. Ich habe auf 80 den Tempomaten und er fährt den Berg hoch mit 60, 63 Grad.
Also noch ein bisschen weiter runterbremsen. Wirst ja irgendwann kommen. Wie weit reicht dein Sprit noch? Kann ich kurz nachgucken. Jetzt habe ich es weggeklickt, hallo. 138. Also nicht... Nicht bis nach Rotterdam. Theoretisch, so wie es da steht, nicht. Alter Junge, fährt er schnell. Ich hoffe, da ist eine Tankstelle. Einer, der kommt von hinten. Junge, hat mich aber mit Ultraspeed überholt. Wie kann man hier so schnell fahren? Ja, man kann ja bis zu 140 fahren. Ja, aber... 150. Das schafft er doch gar nicht. Doch. Was hat der für ein Biest, Alter? Was hat der für ein Monster? Oh, kommt, hier ist eine Kurve, bitte mach keinen Scheiß. Ich fahre halt 50, ne, weil ich auf dich warte. Niedriger Tankfüllstand, sie sollten eine Tankstelle aufsuchen, wurde mir gerade gesagt. Ich hoffe, da kommt jetzt eine. Nee, da kommt keine mehr. Fuck. Und dann? Kommt bestimmt eine. Ja, was macht man dann, hä? Gar kaputt oder was? Abschleppen. Und dann ist vollgetankt oder was? Weiß ich nicht. Oder was? Hä? Das weiß ich nicht. Ah, bitte irgendwo eine Tankstelle. Ich bin kurz vor der Autobahnauffahrt. Wo bist du? Sehe dich auf der Karte. Gib Gas. Soll ich Gas geben? Ja. Okay, ich fahre jetzt eh die Autobahn hoch. Da muss man eh ein bisschen bremsen. Deaktiviere ich auch mal den Tempomaten hier. Hallo? Okay. Oh, bitte fahr nicht in mich rein. Danke sehr. Oh, ich muss bremsen. Uiuiui. Okay. Alles perfekt. Yo, ich bin richtig gut hinter dir, aber du beschleunigst natürlich schon früher und kannst deswegen besser wegziehen. Nehmen wir aus Formel 1. Alter, ich bleib hier fast stehen. Junge, ich bin so langsam. 22 km/h, 21. Jetzt fange ich wieder an zu beschleunigen. Alles klar, Digga. Leute, ich muss tanken. Das gibt's nicht. Unglaublich. Da fährt einer rückwärts auf der Autobahn gegenüber. Hier kommt ein Auto entgegen. Achtung, Auto, Geisterfahrer, hier, oui. Er hat umgedreht. Okay. Okay, ich fahr wieder langsam. Alter, wie viel hier los ist. Ja, das ist aber irgendwie cool. Wenn, wenn es viel los ist, ist cool, wenn nichts passiert. Dann passt. Ja. Sag, wenn ich wieder Gas geben soll, ne? Leute. Ich fahr grad 65. Leute, ihr seid gerade bei mir. Motor 4 funktioniert, ihr seid gerade bei mir. Beide bei mir. Der Buttonard has kicked. Ihr seid gerade bei mir, beide despawned. Ich nicht. Ja, jetzt bist du wieder da, aber du warst kurz weg. Achtung. Junge, der war kurz auf deiner Spur. Ich hab's gesehen. Wie viel fährst du? Ja, jetzt 90. Siehst du mich? Ja. Ich fahr jetzt mal ein bisschen schneller. Okay, ich kann Gas geben, glaube ich. Was heißt Gas geben, ne? noch 100, jetzt sind noch 110 Kilometer. Reicht der jetzt noch? 97 muss ich noch fahren. Ich auch, ich finde das komisch gerade irgendwie. Mal Sprit gespart. Oh, niedriger Tankfüllstand. Sie sollten eine Tankstelle aufsuchen. Mir war das ein bisschen früher schon. Fahr mal rüber. Oh, Junge. Alter, was ist hier denn los? Junge, Alter. Wie viele Punkte da sind. What the fuck? Boah, Junge, wir müssen unbedingt mal ETS 2 streamen. Ja, du willst ja nicht streamen. Oh! Wow. Ich auch, ey! Auf dem Server würde ich gern streamen, weil das ist ja nicht mega witzig. Wir zuschauen halt auch noch. Da vorne kann man schlafen, bitte kann man da auch tanken. Ja, genau. Ah, ne, ist nur ein Parkplatz. Oh. Mann! Das war gerade echt knapp. Hast du Schaden bekommen? Nee, ich glaube nicht, weiß nicht. Ah, doch, ist eine Tankstelle. Ja, okay, raus. Ich bremse nicht. Ich bremse auch nicht. Junge! Was machst du? Leute, hier ist doch keine Tankstelle, Alter! Der fährt hier raus, hier ist doch nix! Was bist denn du für einer? Die Tankstelle ist erst. Ja, hab ich doch gesehen, aber was machst du denn?
Ja, das hab ich. Du fährst einfach raus. Junge. Ja. Hilfe. Du hast. Da kommt einer von hinten. Ist egal, das scheiß doch drauf, der soll. Macht sich halt einen LKW. Das war recht. War ich doch. Wie er mich anschnauzt, du hast doch hier Scheiße gebaut. Ich dachte, da wäre das. Ja, da war es aber nicht, Alter. Junge. Ich sneak mich jetzt mal hier vor. Lol, tank mal schneller fertig. Es gibt nur eine Tanke. Alter. Also sorry, aber das war grad. Leute, da hab ich. Bin hier der Facecam Guard. Ich dachte, ich muss da rechts fahren. Ja, ist ja nicht schlimm. Bei mir macht's ja auch nichts aus, wenn ich Schaden krieg. Hast du Schaden bekommen? Ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob ich Schaden bekommen habe. Schau ich gleich mal nach. Aber what the fuck, Alter? Weißt du, er fährt einfach rechts und kickt mich ultra weg und er bleibt direkt stehen, weil er sich so weggekickt hat. Ja, ja, ich. Mein Auto ist einfach instant stehen geblieben. Keine Ahnung warum. Ein Auto? Ja. lol. Oh Gott, war das crazy. Wie mache ich das? Wie mache ich mein Motor aus? 100% Schaden. Gar nichts gekriegt. Ah. Also, ich bin sehr scheißegal, das war jetzt. Es ist ja, soll alles nur witzig sein, danke, Leute. Danke. Nicht, dass ich jetzt denke, ich schrei Jan hier an. Es war alles nur witzig, aber Junge, what the fuck? Er zieht einfach rüber. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich umkipp. Ich hatte auch Angst. Aber das wäre echt bestimmt witzig mit Zuschauern hier auch noch. Junge. In der Tat. Die rammen uns dann auch noch weg. Aber dafür brauchst du echt mehr Geld, wenn du das streamen willst. Sonst geht alles kaputt und dann hast du am Ende Minus. Ja. Kann man eigentlich ins Minus gehen? Das stimmt. Gehen? Ja. Und was passiert dann? Nichts. Doch, man muss dann so Überziehungszinsen und so noch zahlen und ja. Gehst du ja immer weiter ins Minus, ist doch egal. Ja. Ja, man kann nichts mehr kaufen, nichts reparieren und alles. Ach, darf man das nicht? Ah, ja. So. Ach, geil. Wo bleibst du denn? Tritt voll aufs Gas. Ich fahr 60. Ich fahr 75. Muss doch hier mal kommen. Oh, das ist schön. Hier kann man ein Thumbnail machen. Komm, lass mal ein Thumbnail machen. Hier, ich fahr jetzt eh langsam. Das so. Ui. Das sind coole Bilder hier. Junge. Krieg ich das auch hin? Tolle Bilder zu machen? Alter, ich mach richtig gute Bilder gerade. Alter, die kann ich ja für die nächsten 300 Folgen benutzen. Das stimmt. Die sehen alle voll krass aus. Alter, Leute. Jo! Jetzt habe ich 48% Schaden. So ein Assi. Ich bin so ein Assi. Aber es gab ein gutes Bild. Jetzt habe ich Motorfehlfunktion. Ich bezahle dir das, okay? Wie geht das? Ich verspreche dir, dass ich dir ein bisschen Geld sponsor. Ah, das tut mir leid, aber das musste sein. Du warst auf dem Standstein und ich dachte so... Ich muss einfach mal kurz nach rechts. Dass du natürlich dann direkt hängen bleibst, war jetzt nicht ganz so geplant, aber... Das musste sein. Sorry. Rotterdam. Magst du mich jetzt nicht mehr? Ja. Du bist jetzt ein Konkurrent in meinem LKW-Geschäft. Muss dich ausschalten. Nee, ich will dir doch was geben. Sehr gut. Mir hat er mich geschnitten. Mach grad meine Reifen warm wie in Formel 1. Ich fahr grad die ganze Zeit mit 60. Meiner fährt nicht mehr schneller als 30. Boah, das ist mies. Nein, Spaß. Ich fahr grad mit 90. Ich lass meinen Tempomat einfach auf 60. So kann man ganz gemütlich fahren, Leute.
Oh Gott, hier ist Action. Hier ist Action. Jetzt war ich selber schuld. Aber ich habe, glaube ich, keinen Schaden bekommen. Aber mein Motor geht das nicht mehr an. Hier ist eine Werkstatt. Ja, ich sehe aber gerade nicht wo. Hier rechts. Ah, sehr gut. Ich gucken, ob ich es noch über die Ampelphase schaffe. Nein, Junge, tatsächlich nicht. Lol. Die hupen alle, weil ich nicht über die Ampel fahre. Aber sie ist doch rot. Ja. Ja, ich verstehe sowas nicht. Bitte, Motor. Mach mit. Lass dich gleich oh mein Gott. Mein Akku geht auch zugrunde. Der andere ist schon wieder vollgeladen, aber der geht jetzt zugrunde. Wie lang der hält, das ist unglaublich. So, jetzt bitte lass dich reparieren. Toll. Das gibt's doch jetzt nicht. Was? In meinem Auflieger hängen geblieben. Beim Dings. Mist. Was macht er denn? Ganz viel Mist. So, wo willst du die Ladung stehen haben? Zack, machen wir natürlich wieder. Lass mich reparieren. Reparieren? So, wie viel kostet das? 20. 25.000. So, jetzt habe ich wieder... Alter, 13.000 habe ich jetzt noch. Viel. Ja, wie gesagt, ich gebe dir ein bisschen was. So eine Million. Ja, ich denke schon. Ich will ja nicht mehr so, geben als eine Million, sonst ist es abgehoben. Ja. Eine Million, das kann man schon machen. Mein Akku blinkt. Ich habe Angst. Und ich sehe nichts, weil der direkt hier steht. Aber ich parke ein wie ein Profi, das war noch besser als das erste Mal. Ich sehe nur leider nicht, ob ich schon im Bereich bin. Ja, bin ich. Ampel wird grün, ich raste hier aus, ey. Ausgezeichnet. mir ist auch immer alles ausgezeichnet. Weil ich habe Aufliegerschaden, nehmen wir uns ein bisschen. Wird wahrscheinlich kein ausgezeichnet. So. Ach, kommst du auch her, wo ich bin? Ja. In the dort. Hier. Deinem leeren Auflieger. Kann ich wieder beweisen, wie gut ich einpacken kann. Stimmt, wieder der gute Vorführeffekt. Aber dieses Mal. Na, du machst halt immer die einfache Variante. Nee, ich mach immer das Schwere. Ja. Das ist richtig schwer. Ja, das ist schwer, wenn hier einer steht. Hier nichts. Dreh mich, ich will dir wieder zugucken. Fahr doch mal hier weg, du. Ich glaube, wir stehen jetzt zu dritt oder so ineinander. Sind zwar nur zwei, aber hey. Ja! Oh, perfekt. Zack, da steht ja schon wieder drin. Und es ist annehmbar. Gut, Leute, bevor mein Akku ausgeht, würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Haut euch rein, bis dahin. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht auch in einem Stream, wenn wir das mal streamen, ne? Ja, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao. Oh.